Beim letzten Mal in der Kalimari-Wüste hatten wir Hitze und jetzt bei Donkey Kong Alpine enorme Kälte. Und mal schauen, was wir dort für eine Zeit aufstellen können. Meine von damals war 2015 und die von Nintendo 2016. Es scheint also wieder gar nicht mal so einfach zu werden, weil ich nur eine Sekunde gerade so drunter war. Und die 2016er Zeit will ich natürlich auch wieder auf jeden Fall schlagen, das wisst ihr ja mittlerweile. Und meine eigene, das wäre noch ganz schön obendrauf, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. So, dann erstmal wieder angucken und überlegen, wo ich meine Pilze einsetze, wo ich welche Münzen einsammle, wo ich drifte, wo ich nicht drifte und bla und blub. Ne, wisst ihr ja mittlerweile. Das heißt, hier am Anfang schön durch die Gegend driften und wunderbar gegen Wände fahren, das wäre auf jeden Fall top. Ja, aber Münzen liegen hier auf jeden Fall ziemlich viele rum, also ich glaube, Münzen sollten kein so großes Problem sein. Dann kann ich hier schon theoretisch meinen ersten Pilz einsetzen, wenn ich wollen würde. Und hier so abkürzen, das wäre sogar ganz cool. Und runterfallen ist natürlich auch immer Bombe. Dann starten wir nochmal neu, weil ich will noch ein paar andere Pilz-Locations, mögliche Pilz-Locations ausprobieren und mir angucken, ob ich da nochmal irgendwo einen einsetzen kann. Ich finde übrigens die Strecke ziemlich cool, muss ich sagen, und ich mag auch die Musik von der Strecke total gerne. Also die ist echt ziemlich cool, ziemlich chillig, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Was habe ich denn eigentlich hier am Anfang für Münzen ein? Will ich da schon drei mitnehmen? Also man kann theoretisch da schon drei mitnehmen von diesen Münzen da, aber es ist nicht ganz so einfach, glaube ich, da schon drei zu kriegen. Bin mir nicht ganz sicher. Also wie gesagt, hier könnte ich eben einen Pilz einsetzen, dann hier so rüber und dann sogar noch den Drift-Turm mitnehmen. Das wäre ganz cool, wenn ich das schaffen würde. Und ich könnte ja auch einen hier einsetzen, um hier so drüber zu fahren. Wenn man das noch fahren nennen kann oder eher fliegen. Da kann ich schon auch einiges sparen, aber es ist ein bisschen sehr unkontrollierbar. Und deswegen traue ich mich das, glaube ich, nicht. Also ich glaube, es wäre schon ziemlich schnell, aber ich habe das Gefühl, dass ich das nicht jedes Mal so hinbekommen werde. Ich will es mal nochmal kurz üben. Und wenn ich es nochmal hinbekomme, dann werde ich es vielleicht doch so probieren. Weil ich glaube schon, dass es schneller ist als die andere Stelle von gerade eben, würde ich jetzt mal behaupten. Schneeball, lass mich in Ruhe. So, also hier so rüber mit Drift. Und dann, ja, nee, es geht sogar. Da kommt man sogar eigentlich doch ganz gut rüber. Dann kann ich das vielleicht sogar doch machen. Ja, muss ich mir noch überlegen. Hier ein paar Stunts machen. Das ist aber sehr schwierig, hier entlang zu fahren, weil es hier sehr uneben ist, der Boden. Und dann hier entsprechend zu driften, ist auch verdammt schwierig, finde ich. Und ich glaube, hier rüberfliegen kann ich ja eh nicht, ne? Da wäre ich, glaube ich, aufgehalten, wenn ich hier abkürzen will. Ja, genau. Ich muss hier die Kurve nehmen. Und die kann ich aber auch versuchen, hier eng zu nehmen und hier so innen zu fahren. Ja, also einige Stellen, wo ich gerne wieder ein bisschen mehr Risiko eingehen wollen würde. Was ganz schön ist, weil ich halt dann eine bessere Zeit vielleicht aufstellen kann, weil es spannender ist. Aber ist halt auch eben riskanter, ne? Macht irgendwie Sinn. Und deswegen wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, bis wir hier eine Zeit aufstellen, mit der ich zufrieden bin. Weil das echt nicht ganz so einfach hier zu sein scheint. Aber jetzt schauen wir erstmal. Also hier kann ich nur lauter kleine Drifts machen, aber ist auch nicht schlimm. Das passt trotzdem eigentlich ganz gut. Und ich habe jetzt schon ziemlich viele Münzen, also die Münzen sollten hier wirklich überhaupt kein Problem sein. Ja, aber wenn ich hier einen Pilz einsetze, ist es auch schwierig, ne? Also da ist es hier eigentlich fast genauso schwierig sogar. Dann werde ich sie, glaube ich, doch wirklich hier einsetzen, die Pilze, bei der Kurve da. Ja, okay. Weil ich glaube, das ist eben, wie gesagt, schneller und sogar ähnlich riskant. Also gar nicht arg viel riskanter als an der anderen Stelle da. Vielleicht ist es auch doch im Endeffekt dann wirklich langsamer und das kommt mir nur so vor, als wäre es arg viel schneller. Kann schon sein, weil ich da halt auch lange in der Luft bin und es ist eigentlich immer schlecht, wenn man lange in der Luft ist, weil man dann unkontrollierbar ist und halt auch, ach Gott ey, und man halt auch am Boden allgemein immer schneller ist. Aber ich will es trotzdem mal ausprobieren ganz gerne, weil hier außenrum zu fahren ist jetzt auch nicht so schlimm, da kann ich, oh Gott ey, aber das Drift muss ich noch lernen auf der Strecke. So, jetzt hier wieder, da so rüber irgendwie und dann hier noch den Drift-Turbo ausnutzen. Ja, nee, das ist schon ganz gut eigentlich. Doch, das werde ich jetzt, glaube ich, jede Runde so machen. Das ist, glaube ich, echt gar keine schlechte Idee. Und nicht gegen Wände fahren, Mario. Das ist auf jeden Fall schon eine schlechte Idee. Nicht gegen Wände fahren. Ja, das ist echt schwierig, da noch herumzukommen bei dem Streckenabschnitt, weil da eben das alles so uneben ist und es viele Rampen gibt, auf die ich ganz gerne rauf wollen würde. Also, das ist schwierig. Also, die Strecke hier hat es echt in sich. Hier eine gute Zeit aufzustellen wird hart. Das wird richtig, richtig hart. Ich habe schon wieder vergessen, was meine Zeit irgendwie von Nintendo war. Also ich weiß noch, dass... Ach komm schon. Ich weiß noch, dass meine Zeit eine Sekunde nur besser war. Und wir werden ja am Ende sehen, was meine Zeit war. Und dann kann ich sie einfach hochrechnen, weil irgendeine Zahl plus 1 kriege ich dann, glaube ich, doch noch hin. Warum kann ich hier nicht driften? Ich bin einfach zu schlecht. Das gibt's noch nicht. So, hier wieder. Und wieder rüber irgendwie. Ja, und drifte. Ja, war auch ganz okay. Ich werde jetzt mal hier die Rampen doch nicht benutzen, weil... Ja, nee, es ist sogar schneller, wenn ich die Rampen nicht benutze. Und die hier auch nicht, weil die verwirrt mich nur. Also vielleicht wäre die eine Rampe da ein bisschen schneller gewesen, aber die verwirrt mich nur. Und hier, die kann ich dann meinetwegen wieder nehmen. Ja, also Rampen sollte man wirklich nicht zu häufig nehmen, weil das verwirrt einen nur und macht einen sogar auch doch langsamer, wenn man in der Luft ist und das schlecht ist, wie gesagt. Deswegen das eigentlich einfach ignorieren ist, glaube ich, da wirklich das Beste, was man da tun kann. Ich glaube irgendwie 2016 oder 2015 oder sowas war entweder meine Zeit oder die von Nintendo. Wie gesagt, wir werden es halt dann gleich am Ende sehen. So, und diesmal will ich mal hier zwei Drifts hinbekommen, einen großen und einen kleinen, weil das ist doch machbar.
Ja eben, warum habe ich das da vorne hinbekommen? Shit. Ich dachte, ich könnte da innen rumfahren bei dem Schneeball. Aber konnte ich nicht, wie wir deutlich haben sehen können. Okay, also bei den Schneebällen muss ich auf jeden Fall auch aufpassen, dass die mich nicht zu sehr treffen. Ja, und wenn halt sowas passiert, wie jetzt gerade eben bei der Kurve, dass ich da im Schnee stecken bleibe, dann ist natürlich das doch irgendwie schlecht, ne? Also ist echt nicht einfach, die Strecke. Ist echt im Zeitfahrmodus eine sehr, sehr schwierige Strecke, finde ich. Weil es alles hier auch so uneben ist und dann gibt es noch diese Schneebälle, die im Weg sein können. Und auch ansonsten gibt es einige Stellen, die ein bisschen fies sein können. Also die hat es schon in sich, wie ich finde. Aber wenn es 2.16 ist, die von Nintendo, dann können wir es auf jeden Fall locker schlagen, weil ich meine, ich bin jetzt gegen den Schneeball gefahren und habe es trotzdem sogar fast geschafft. Ja, es war 2.16 von Nintendo, also das kriegen wir locker hin, auf jeden Fall. Das werden wir ziemlich sicher schaffen, ja. Und ich denke mal, meine eigene Zeit können wir sogar auch noch oben drauf schlagen, wenn ich das einigermaßen hinbekomme. Und damit wäre ich dann auch wirklich sehr, sehr zufrieden. Es muss halt in allen drei Runden vor allem da das Ende klappen, wo ich halt... Ja, ja gut, das Ende einerseits mit dieser Buckelpiste da, wenn man so will. Und dann noch die eine Stelle, wo ich den Pilz einsetze. Das muss halt einfach in jede Runde klappen. Betonung auf einfach. Und dann haben wir im Prinzip eine Zeit, die auf jeden Fall die von Nintendo und normalerweise auch die von mir von damals schlagen müsste. Ja, das wird jetzt kein Drift mehr, weil ich da ein bisschen zu spät erst habe driften können. Aber es ist nicht so schlimm, wenn ich da nicht jedes Mal einen Drift bekomme. Das passt dann schon. Trotzdem, hoi, was war das denn, Mario? Hm. Ja, das ist halt ein bisschen doof. Das ist da auch so ein bisschen... Ja, fast so ein bisschen vom Zufallsprinzip bestimmt wird, wie ich da durch die Gegend fliege. Das wird zwar an sich nicht, ist mir schon klar, aber wenn ich halt da ein bisschen abweiche und nur einen Zentimeter daneben meinen Pilz einsetze, dann hat es schon katastrophale Auswirkungen, die komplett anders aussehen als im Versuch gerade eben noch zum Beispiel. Und deswegen kann ich da mir nicht wirklich eine perfekte Route, sage ich jetzt mal, zurechtlegen, wie ich da am liebsten entlangfahren würde und, ach komm schon, und wann ich genau meinen Pilz einsetzen wollen würde. Deswegen ist die Stelle hier echt tricky. Ja, das war jetzt okay wieder. Hm. Aber dafür war der Anfang schon nicht ganz so gut. Ich fahre jetzt mal noch weiter, aber der Versuch gefällt mir jetzt auch schon wieder nicht ganz so gut, muss ich sagen. Und hier den großen Drifttopf zu kriegen, ist eigentlich auch fast unmöglich irgendwie. Weil das eben hier alles so huckelig ist und ich da kaum Bodenhaftung habe. Und deswegen kann ich da... Ja, shit, ey. Und deswegen kann ich da gar nicht wirklich gut driften. Und das Ende ist auch noch tricky. Boah. Das wird hart werden. Das wird richtig hart werden. Wir hatten jetzt in letzter Zeit eh... Ist immer relativ schnell geschafft. Also das längste war ja bisher ungefähr eine halbe Stunde bei der Pilzschlucht von der Wii. Das war im Bananen-Cup oder Panzer-Cup. Weiß ich jetzt nicht mehr, in einem von den beiden. Ich habe schon wieder vergessen. Und komm schon. Und das hier könnte jetzt vielleicht ähnlich lang dauern. Ich weiß nicht genau. Also noch sind wir weit, weit weg von einer halben Stunde. Aber könnte ich mir hier ganz gut vorstellen, dass wir hier eine halbe Stunde brauchen vielleicht. Aber schauen wir jetzt erstmal. So, hier wieder drüber und huiuiuiuiui. Mann, das ist echt doof, dass der da immer so unterschiedlich da wegspringt. Ich werde jetzt mal wieder ein paar Tests machen, weil das muss ich offenbar machen, weil ich das anders nicht hinbekomme. Ich werde jetzt mal in dem Versuch schon den Pilz... Fehlstart. Ja. Ich werde jetzt mal in dem Versuch schon versuchen, den Pilz ganz früh einzusetzen und dann zu gucken, was das für Auswirkungen hat. Und wenn die Auswirkungen schlecht sind, was ich glaube, ehrlich gesagt, dann werde ich danach versuchen, den Pilz etwas später einzusetzen. Ich glaube nämlich, dass es besser ist, wenn ich den Pilz ein bisschen später einsetze. Aber an sich wäre eigentlich früher besser, weil wenn ich ihn früher einsetze, dann kann ich halt mehr abkürzen. Also je früher, desto schneller, aber auch desto riskanter gilt das, glaube ich, für den Pilzeinsatz an der Stelle. Und ja, hier, glaube ich, den zweiten Drift, den spare ich mir jetzt mal. Den versuche ich gar nicht erst, weil den kriege ich eh nie hin. So, hier schon ganz früh einsetzen. Dann knall ich erstmal gegen die Wand und... Nee, okay, also ganz früh einsetzen ist Käse. Das merke ich mir jetzt. Ich muss den Pilz erst ein bisschen später einsetzen, wenn ich da schon ein bisschen mehr entlang gefahren bin. Weil dann habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Kontrolle. Und dann kann ich da, glaube ich, auch leichter über diesen Berg da drüber kommen. Hm. Ich bin immer noch nicht sicher, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, den Pilz da einzusetzen, wo ich es am Anfang eigentlich tun wollte, in dieser einen Kurve da. Weil es wäre auf jeden Fall deutlich sicherer, wie ich finde. Aber es ist schon, es wäre schon, glaube ich, deutlich langsamer. Deswegen, ich weiß nicht, ist glaube ich, schon besser, wenn ich es hier mache. So, jetzt eben ein bisschen später erst hier. Und dann müsste ich da, glaube ich, viel besser rüber. Was war das denn jetzt? Jetzt bin ich da auf dem Schnee die ganze Zeit entlang gefahren. Eigentlich fliege ich doch immer wie wild durch die Luft, aber jetzt bin ich da entlang gefahren und hatte total viel Bodenhaftung. Warum das denn? Hm, ich werde irgendwie aus der Stelle nicht schlau, muss ich zugeben. Ich habe immer noch keinen blassen... Was, das war ein Fehlstart? Was? Ich habe immer noch keinen blassen Schimmer, wann ich jetzt da wirklich meine Pilze einsetzen soll und wann ich da drüber fahren soll. Hm. Oh Gott, ey. Ja, bei der Strecke ist es echt, finde ich, auch wirklich verdammt schwierig, die perfekte Route rauszufinden. Das würde mich echt interessieren, was hier wirklich der für den Zeitfahrmodus beste Weg... Ach, Mann!
beste Weg wäre, den man fahren kann. Also offenbar nicht der, den ich hier nehme. Weil ich ganz, ganz viele Fehler auch immer zwischendrin mache und bestimmte Drifts nicht bekomme oder sowas. Das ist schon auch immer echt ein bisschen ärgerlich. Ich mach's trotzdem wieder später. Jetzt hab ich wieder einen kleinen nur bekommen. Was soll denn das? Ja, das war aber okay. Das war jetzt nicht perfekt, aber das war okay zumindest. Damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Aber dafür war davor schon wieder was nicht ganz so perfekt, weil ich da keinen großen Drift-Turbo bekommen habe. Aber hier habe ich jetzt einen großen bekommen. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Warum habe ich da jetzt den großen bekommen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe das Spiel nicht. Mann, ey, ernsthaft. So, oh ja, ganz eng wieder neben, aber es war auch wieder fast schon wieder zu eng. Und es ist eine 45er-Zeit. Ich glaube, vorhin in Runde 1 hatte ich auch eine 45er-Zeit. Deswegen ist es jetzt nicht wirklich eine Verbesserung zu vorhin. Aber ich glaube, gerade eben in dem Versuch, der auch schon, wo ich auch schon ins Ziel dann am Ende gefahren bin, da habe ich auch in den ersten beiden Runden, glaube ich, keinen Fehler gemacht. Das kam dann erst in der dritten Runde, wo ich dann gegen den Schneeball zum Beispiel gefahren bin. So. Also wieder relativ spät. Und das passt, ja. Das passt ganz gut. Okay, damit bin ich auch einigermaßen zufrieden. Es war jetzt auch wieder nicht perfekt, aber ist schon ganz okay, denke ich mal. So, kriege ich hier einen großen hin? Nee, wieder nicht, aber ist okay, weil ich will hier eh nicht unbedingt einen. Das passt schon. So. Dann die Kurve wieder. Schön eng nehmen. Aber nicht zu eng. Ja, aber auch schon wieder ein bisschen knapp. Passt noch alles. Und das ist eine 44er-Zeit. Das hatte ich vorhin auch schon. Wenn jetzt Runde 3 noch klappt, dann haben wir, glaube ich, gute Chancen, dass wir die Nintendo-Zeit auf jeden Fall schlagen können. Das müssten wir hinkriegen. Und vielleicht sogar auch, oh Gott, vielleicht sogar noch obendrauf auch meine Zeit von damals. Da schauen wir jetzt mal. Das muss nicht unbedingt was werden, aber wir gucken mal. Schneeball, lass mich in Ruhe. Okay, wunderbar. So, dann hier. Nein, Mario, was tust du? Ich bin da jetzt ein bisschen arg weit weg von der Strecke erst wieder gelandet. Ja, das war jetzt nicht so ganz optimal. Das geht besser. Aber, ja, da jetzt auch keinen Stunt gemacht, aber dafür kann ich hier einen machen. Und ich habe die Kurve enger genommen, deswegen war das gar nicht so schlimm. Ja, ist nicht perfekt, der Versuch. Das ist mir schon klar. Aber der ist trotzdem eigentlich gar nicht so verkehrt. Und der ist auch... Das ist ja, der ist, glaube ich, besser als meiner von damals und deswegen bin ich auch damit zufrieden. Weil arg viel besser kriege ich es nicht hin, weil ich hatte in den ersten beiden Runden ziemlich viel Glück. In der dritten Runde ist dann ein bisschen was schief gegangen, aber jetzt auch nicht so mega viel. Und deswegen passt es schon, würde ich sagen. Ja, wir können sehen, dass meine dritte Runde war um 0,4 Sekunden langsamer als die zweite, die ja eigentlich, also die beste war von meinem Versuch jetzt und das ist wirklich völlig okay. Also meine Zeit auf Donkey Kong Alpine, 2 Minuten, 15 Sekunden und 203 Tausendstel. Okay, ging ja doch schneller als ich dachte, keine halbe Stunde, bin ich auch ganz froh drüber. Und das war's dann auch wieder für heute mit den beiden Strecken und und morgen kommen dann die nächsten beiden. Und zwar Daisy Stamper vom GameCube und Blätterwald von der Wii. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.